Lassen Sie mich vielmehr eine abschließende Frage an Sie alle stellen. Der Minister hat eingangs uns darauf hingewiesen, dass die Freiheit, in der wir leben, auch eine erkämpfte ist, nicht von uns erkämpfte, sondern von anderen für uns erkämpfte. Die Weltgeschichte, ich greife nicht ganz so weit zurück, aber zeigt immer wieder, dass die großen Initiativen zur Friedensstiftung Folge sind von großen humanitären Katastrophen. Wir haben eine ganze Reihe von sehr gravierenden Brandherden in der Welt, außerhalb Europas, wenn man jetzt Weißrussland mal nicht direkt als Brandherd betrachten will, auch wenn die Verhältnisse da keinesfalls den günstigen Bedingungen entsprechen, die wir uns so wünschen würden. Was würden Sie sagen, kann aus diesen Brandherden, die wir in der Welt sehen, resultieren an neuen Möglichkeiten, dass sowohl das Politische einen Fortschritt zur Friedenssicherung macht, als auch möglicherweise das Militärische? Also ich wehre mich noch gegen diese Vorstellung, es müsse erst einen Brandherd geben, damit man zu Friedensvisionen kommt und am Ende auch dazu kommt, Frieden zu schaffen. Also dass das in diesem Zusammenhang stehen sollte. Ich hoffe, dass wir etwa aus Afghanistan Lehren ziehen. Eine Lehre haben Sie vorhin genannt in Ihrem Vortrag, eben zu gucken, ist das, was wir dort eigentlich beabsichtigen, ist im Übrigen eines der Kriterien aus der Friedensdenkschrift auch, richtige Absicht, Konzept, ist das eigentlich durchführbar, ist das erreichbar? Und nicht hineingehen, ohne genau zu wissen, wie wir eigentlich wieder herauskommen und was wir genau für einen Endzustand haben wollen. Das ist die Lehre aus Afghanistan, meine ich. Ich musste auch stutzen, als ich Sie sagen hörte, es müssen erst diese großen Katastrophen passieren, damit es die Impulse gibt für tatsächlich den Fortschritt in den Friedensbewegungen. Also Leute wie Martin Luther King oder Mahatma Gandhi, die haben erkannt, dass es in bestimmten Situationen so ungerecht zugeht, dass man es nicht dabei belassen kann. Wenn Sie so wollen, können Sie das eine Responsibility to Protect auch nennen, die aber entschieden einen Weg gegangen sind zu sagen, mit Gewalt werden wir das nicht lösen und mit Gewalt werden wir nur noch wieder Gewalt produzieren. Kann es eine andere Möglichkeit geben, Ungerechtigkeit zu überwinden, auch Menschen insofern längerfristig zu schützen und eine Gesellschaft aufzubauen, indem wir jetzt anfangen, nicht militärisch und ohne Gewalt es zu versuchen? Das wird auch Opfer kosten, das wird den gleichen Heldenmut benötigen wie militärische Einsätze. Aber das von Anfang an von diesem Geist getränkt ist, wir wollen hier was gemeinsam aufbauen und das wird nur mit dem Aufbau von Vertrauen gehen. Dieses Ethos, dieses Grundmotiv bei der Außen- und Sicherheitspolitik, wenn das wenigstens eine Lehre ist aus dem Afghanistan-Einsatz, dann wäre ich schon ganz zufrieden. Herr Minister. Ich kann auch mit, wie Sie auch mit Ihrer Frage nicht so furchtbar viel anfangen, ob aus humanitären Katastrophen Friedensvisionen entstehen. Also das Beispiel, was Sie genannt haben, war doch nun einigermaßen deutlich, fand ich, den Zweiten Weltkrieg. Auch beim Ersten Weltkrieg war es nebenbei gesagt so, dass die internationale Gemeinschaft daraus Konsequenzen gezogen meine, hat, wie sie künftig reagieren sollen, wollen würde, um ähnliche Situationen möglichst zu verhindern. Das Problem im Zweiten Weltkrieg, da haben Staaten gegeneinander gekämpft. Ja, da sind wir drüber hinaus. Und auch da ist gesagt worden, wir machen jetzt keine politische Lösung mit Hitler, sondern wir kämpfen ihn nieder, weil es sonst keine Chance gibt, ihn wirklich zu, alles was damit ist, zu besiegen. So. Heutzutage sind unsere Konflikte, die wir haben, meistens nicht Staat gegen Staat. Bei Israel, Iran und so, weiß man nicht, was daraus wird, aber die üblichen Konflikte, es klingt so, also die Konflikte, mit denen wir zu tun haben, sind viel komplizierter. Kombatantenstatus, Völkerrecht, Uniform, 9/11. Menschenrechte, wer ist der Gegner überhaupt, tagsüber ein anderer als nachts und so weiter. Und da ist, glaube ich, ganz klar, was
eigentlich immer klar war, dass das Militärische ein Beitrag sein kann, vielleicht sogar muss, aber immer nur ein Beitrag. Und so sind wir vielleicht nicht ganz weit auseinander, auch wenn wir von einer anderen Perspektive kommen. Und die Politik vor, während und nach einem denkbaren militärischen Einsatz in den ganzen Einsatzformen, die es gibt, immer die führende Rolle spielen muss. Und daraus entsteht vielleicht sozusagen ein neuer Impuls für das, was wir so Comprehensive Approach nennen, das könnte sein. Aber ob daraus Visionen entstehen, ich weiß es nicht. Sie haben nicht nur heute, sondern wo immer eigentlich Sie das Wort ergreifen, immer wieder appelliert, dass die Diskussion über die Frage, was ist für uns Sicherheit und wie gewährleisten wir die, mit was für einem Einsatz, immer wieder wollen Sie die Diskussion anregen. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie man das tun kann, außer vielleicht mit Diskussionen wie dieser hier? Durch viele Veranstaltungen wie diese. Und neulich hatten wir eine mit der Industrie und dem Gewerkschaftsbund, wenn Hochschulen diskutieren, dann muss auch immer nicht immer der Minister dabei sein. Das kann man mit Soldaten, mit militärischer Führung, mit politischer Führung, auch ohne Soldaten diskutieren. Aber es muss sozusagen, jetzt sage ich mal, ist gut gemeint, aus dem Akademiestatus raus in eine große Debatte. Es ist nicht so leicht wie bei der Frage, bist du für oder gegen Pershing, wo Hunderttausende darüber diskutieren, ja. Und Geist und Logik der Abschreckung und Synoden werden gemacht und so weiter und so. Das ist, vielleicht ist die Zeit vorbei für sowas, aber ein Stück weit, wenn es um Sicherheit geht, erweiterten Sicherheitsbegriff, diese ethischen Fragen, wünsche ich mir eine breitere Debatte. Und ich bedanke mich dafür, dass heute ein Beitrag dazu geleistet wird. Wir bedanken uns dafür, dass Sie hier sind und mit uns diskutiert haben. Und ich habe jetzt neben dem Dank an das Podium, das mir die Aufgabe der Moderatorin leicht gemacht hat, weil Sie sich schön von alleine gestritten haben. Das hatten wir ein bisschen so berechnet, aber wenn es dann eingelöst ist, ist es auch schön. Nun ist es meine Aufgabe, Ihnen ein paar Dinge zu sagen zum weiteren Vorgehen.